Und das Ganze fällt in die Zuständigkeit einer gelernten Juristin. Und was ich daran so erschütternd finde, wissen Sie, es ist ja okay, dass wir ständig von der Regierung erzogen werden, mit Demokratie und allem anderen. Aber diese Ministerin und einige ihrer Kollegen leiden an einer Politikerkrankheit. Sie stellen sich nicht vor, dass sie meine Angestellten sind. Ich bin der Souverän. Und Frau Faeser sachlich und die anderen. Das muss natürlich auch sein. Ja. Und die anderen sind alle auch meine Angestellten. Wir finanzieren die und zwar auf Zeit. Das ist keine Lebenshaltung, keine Lebensstellung. Nun ja, und diese Einsicht hat sich in Deutschland noch nicht so weit verbreitet. Frau Faeser wird das auch nicht mehr lange machen. Sie ist ja gelernte Juristin. Ich denke, sie wird schon Unterschlupf in einer Anwaltskanzlei finden, die sich vermutlich so auf Verteidigung von Ladendieben und Schwarzfahrern spezialisiert hat. Aber